Hallo und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter. Schön, dass ihr da seid. Diese nette Dame würde ich gerne umbenennen in Markus 2.0. Trägt auch viel Schwarz und vor allen Dingen die Markus-Gedächtnisfrisur. Dürft ihr ihm ja gern mal unter andere Videos schreiben, dass ich das gesagt habe. Und dank unglaublich nettem Backseat Gaming im Stream weiß ich jetzt, wie ich diese Komponenten einbaue. Jetzt muss ich das mal ausprobieren. Also wir erkunden hier gemeinsam das Spiel. Oh, da geht der Helm auf. Oh, blau steht mir. Ja, blau. Blau ist meine Farbe, oder, Leute? Blau, blau ist gut. So. Dann gehen wir mal hier rein. So. First, open the services panel to manage your ship. Ah. Okay. Die Waffenverwaltung. Unload your old weapons by clicking on them on the left panel. Okay, Gruppe 1. Wichtige Stelle mit außergewöhnlicher. Okay. Der Static Turret ist eine mächtige Nahkampf durch hohe Panzerungsschaden. Das ist die Schnellfeuerwaffe, okay. Und das ist der statische Laser. Okay, das heißt, wir wollen den auf jeden Fall. Warte, kann ich? Okay, kein freier Slot. Okay, das funktioniert nicht. Das heißt, linke Maustaste. Es wurde doch gerade gesagt, ich soll den hier rausziehen. Das funktioniert aber nicht. Also, mit ziehen ist nicht. Ziehen ist nicht. Rechte Maustaste auch nicht. Okay, wie kriege ich das hier raus? Reinsetzen kann ich ihn nicht, weil kein freier Slot. Entladen Sie Ihre Altma, indem Sie den im rechten Bereich auf sie klicken. Okay. On the right, cargo, panel. Weapons do not belong to a group when loaded. You have to group them yourself. Now add this weapon to fire group one. Wenn ihr Sie müssen fügen Sie diese Waffe der Feuer. Okay, Megadyne sammeln. Ja. So, das soll dann in Gruppe 1. Okay, Daiko Impuls. Und die wird Gruppe 2. Okay. Okay. But first, remove the old shield and hull components, then load the new ones. Okay, wir haben ein Stellar Shield Knight. Okay, das hier verschwindet leider unten drunter. Cargo Tekken, okay. Ja, aber das ist doch derselbe. Stellar Shield Knight. Schiffsschild 1,006. Oh, okay. Ja, den hier. Dann den Bull raus. Und each ship's component slots are different. For example, this ship has weapon systems and aim component slots. These slots are hard to find on every ship. All set. Okay. Now close this panel with the exit button. 928 und jetzt haben wir 4000. Okay. Gut. Energiesysteme haben wir nix. Waffensystem haben wir nicht, aber wir haben Scanner. Okay, den kriegen wir anscheinend hier nicht rein. Das Cargo kriegen wir hier auch nicht rein. Ja. Ja. Okay. Okay. Okay, okay, gut, dann ja. Haben wir sonst noch was?
Bank. Okay. Ja, wir sollen auf Verlassen klicken. Okay, dann klicken wir auf Verlassen. So, warte darauf, dass der Angriff auf das Gefängnis bereit ist. So, das heißt, wir machen jetzt hier mal ganz kurz H. Dann gehen wir. Mist. So, und jetzt hier hin. Und man kann doch hier... Ach, das Zeug hätten wir jetzt natürlich alles verkaufen können, ne? So den kleinen Kram, was wir nicht brauchen. Naja, okay, das können wir beim nächsten Mal machen. Wir gehen hier auf die Gilden. Und wir könnten zur Gilde der Freiberufler gehen. So. Nächste Filiale ist Marma. Das war uns ja vorgeschlagen, dass wir das machen. Ah, okay. Die Empfehlung ist am besten noch verkaufen. Okay, das heißt, wir steigen nochmal kurz aus. Dann rennen wir nochmal runter und verkaufen den restlichen Kram. Also den Altkram quasi. So. Verkaufen. Das hier wollen wir verkaufen. Die wollen wir verkaufen. Okay. Wir haben hier noch ein Scharfschützengewehr. Seit wann haben wir denn noch ein Scharfschützengewehr? Das ist das Swantham. Okay. Ja, es ist das Bessere. Okay. Ich hatte gerade Angst, dass man auch aktuell getragene Ausrüstung verkaufen kann. Okay, aber anscheinend ist das nicht der Fall. Kann man auch mehrere? Nee. Okay, verkaufen. Verkaufen. Das Pulsgewehr behalten wir mal noch. Die Knarre kommt weg. Den Mieteranzug, der kommt weg. Der ist relativ gut. 116, dann kommt der noch weg. Das Scharfschützengewehr. Das Sturmgewehr. Das Energieschwert. Auch wenn ich nicht weiß, wie man das Schwert benutzt. Du kannst im Konnektor von der Basis einstellen, dass er Material pullen soll. Achso, das geht nicht an mich. Okay, dann die Hülle verkaufen wir. Und den Schild verkaufen wir. So, und dann haben wir schon 65.000. Okay. Schließen. So, wo ist denn jetzt meine Lieblingsdame? Meine Lieblingsdame ist weg. Okay. Sitzt die jetzt einfach im Schiff und tut sonst nichts? So. Okay. Wir interagieren mit dem Schiff. Wir... Mist. Jetzt muss ich nochmal gucken. Jetzt muss ich nochmal gucken. Gilden. Okay, Marma. Marma 181. Okay, was auch immer mir 181 sagt. Gibt's das hier? Fluchtweg? Okay. Kann man suchen? Okay. Scanner. Oh, ich habe einen Catcher. Okay. Okay, das wollen wir nicht benutzen. Systeminformationen. Verfügbare Verträge. Rettung der Anker. Okay, das kann man sich hier nicht anzeigen lassen. Okay. Systemstandorte. Ah. Oh. Da kann man ja Dinge tun. Okay. Marma. Achso. Zum galaktischen Atlas. Tja. Oh, Galactica. Okay. Ja, jetzt müsste ich natürlich wissen, in welchem System das ist. Warte mal, wir gehen noch mal kurz hier rein. Nein. So. Okay.
Links unten, so. Danke. Ich bin ja auch ein Blindfisch. Marma. Oh, Name 181. Okay. Das heißt, da wollen wir hin. Routensetzer hierhin. Strecke festlegen. Dann gehen wir hier und ich muss ja zuerst zum Sternentor. So war das. Okay. Okay. Zuerst zum Sternentor. Ja. Judy. Landing Gear. Okay. So, Sternentor. So. Calibration module activated. Calibration completed. Waiting for the thruster input. Oh. Dann geht's zur Freelancer-Gilde, Leute. Oh, erinnert ihr euch noch an das Spiel Freelancer? Das waren noch Zeiten. Und davor Privateer. Oh, war das gut. So. Ich werde hier ausgelacht im Chat. So. M ist noch gesetzt. Bedeutet, wir wollen H. Hallo? So, Sternentor. Zur nächsten. Please approach to the jump point to start jump process. So. Okay. Einen Screenshot. Tja, da warten eine ganze Menge andere Schiffe. Ich muss nicht warten. Ich bin ein VIP. Please proceed through the gate in the path reserved for you. So. Vorsichtig. Okay. Destination reached. Okay. Und wo müssen wir denn jetzt hier hin? In Marma? Warum? So, wie komme ich denn? Karteneinstellungen? Nein. Kannst du wiederherstellen? Nein. So. Okay. Ich will in das System hier reingucken. System anzeigen. So, da sind wir. Okay. Dann. Hier gab es doch gerade ein Asteroidenfeld. Okay. Wir sind hier. Gilde der Freiberufler. Da wollen wir hin. Okay, so langsam komme ich mit der Navigation zurecht. So. Das ist schon sehr verwunderlich. Calibration module activated. Calibration completed. Waiting da brauchen wir. Sehr gut. Okay, das klang gerade nicht gut. Das klang gerade nicht so gut. Aber ich habe gemerkt, hey, man braucht Millionen, wenn man irgendwie Schiffe kaufen will. Das ist schon krass. So. Ah, einer U. 09. Da sind wir schon im Kilometerbereich. Oh, Ulla! Okay. So, nochmal. Okay, wo sind denn hier Landeplattformen? Ich sehe keine.
Okay, aber ich kann ja mal rufen. Gilde der Freiberufler. Docking-Anfrage. Ah. So. So. Und, noch ein bisschen. Landing gear deployed. Wie konnte ich nochmal runter? AV, okay. Naja, das wird jetzt keine Superlandung. So. So. Okay. Ja, dann steigen wir hier mal aus, würde ich sagen, ne? Gucken wir mal, was hier so geht. Ich würde sagen, ich bin nicht gut geparkt. Ich glaube, ich bin echt nicht gut geparkt. Wo ist denn hier die Tür? Da ist die Tür. Okay. Ja, das ist nur ein Parkrempler. So. So. Ich habe nicht gesehen, dass da ein Dings ist. So. Okay, hier ist ein bisschen muffig, stickig. Hier scheint irgendwie der Staubsaugerroboter nicht mehr so gut zu funktionieren. Ja. Sieht schon. Guild Market. Registration, da sind wir doch richtig. So. Oh, was kannst du für mich tun? Ja, ganz einfach. Ich möchte der Freelancers-Gilde beitreten. So. Members und zwischen Register. Ja. Okay. 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 Nichts? Okay, das heißt, jetzt müssen wir uns anscheinend so einen Auftrag holen. Administration? Hier vielleicht? Nö. Vielleicht im Market? So. Nochmal? Nee. Epos? Nur Rang 2. Legendär Rang 2. Waffenkammer? No. Turrets? Okay, die hat doch gesagt, ich muss einen Auftrag machen für die. Drop. Drink till you drop. Okay. Our guild needs more members than ever before. Remember. Ah, okay. Im Menü die Gildenquest wählen. Halt. Gildenverträge. Da, danke schön. Oh, okay. So. Hat er nicht gemacht? Rechte Maustaste, linke Maustaste. Okay. Folgen klicken. Da ist es. Okay. Geh zu Kolja 172 und zerstöre Effen Array. Okay. Ja, Ben, ist okay. Es tut mir leid, es ist nicht so einfach. Kolja, okay. Atlas?
Okay, das heißt, das wollen wir hier gleich als eigentlich Ziel. Hier. Strecke festlegen. Okay. K1. Die 120. Okay, und da springen wir dann schon eine ganze Weile durch die Gegend. Okay. Also zum Hangar. Sodala. So. Tja. Okay. Landing gear retracted. So, dann gehen wir hier auf T. Wir wollen zurück zum Sprungtor. Was für ein Glück kostet das nicht extra Kohle? So, Sternentor. So. Calibration module activated. Und wir boosten. Waiting for the thruster input. Und wir boosten. Okay. Dumm, die dumm, die dumm. Mal sehen, ob man irgendwie gleich die zwei Sprünge hintereinander machen kann. Das wäre ja mal interessant. So. Und Sterntor zur nächsten Route rochen. So. So. Gleich geht's wieder hier in diesen Gravitationstunnel. Please proceed through the gate in the path reserved for you. Wie stellen die sicher, dass da nicht einer entgegenkommt? Okay. You reached the waypoint of your route. Please wait for your ship to be scanned. Exit permission from the system has been obtained. The next waypoint is being passed. N3, 2, 1. Destination reached. Hui. Hui. Okay. So. Fliegen wir mal hier raus. Dann gehen wir hier hin und wir müssen hier rüber. Ja. Ja, Interview. Ja. Okay. Er ist am Fluchtweg. Okay. Mal sehen, wie schlecht ich wirklich bin. Und wir warpen. Weil ich gehe mal davon aus, dass jetzt... dass die Plot-Armor jetzt weg ist. Das wird jetzt gleich sehr interessant. Okay, und ich hoffe, dass okay, das ist ein Fluchtweg. Okay. So, wo ist er? Okay, wir funken mal diesen Fluchtweg an. Aha. Verbindung konnte nicht hergestellt werden, okay. Aber ich bin doch hier richtig. So. Ja, okay, das ist irgendwie eher kontraproduktiv. Ah, da ist es. Da muss ich hin. Ach, naja, gut. Dann. Hier. Oh.
Calibration module activated. Und dann versuchen wir ihn zu erwischen. So. Das ziehen wir noch durch, Leute. Das ziehen wir noch durch. Alles für die Folge. Und wenn wir nicht draufgehen. Wovon ich ausgehe, dass das passieren wird. So, wir wollen auf die 2. Okay, wir kriegen gerade richtig Batzengeballer. So. Okay. Deren Schilde überhitzen auch. Hey, wie weit bist du denn weg? Hey. Mist, das sind echt eine Menge Leute. Au. Au. Na komm schon. Jetzt habe ich ihn gerade verpasst. Die überhitzen halt richtig grottenschnell. Und in der Zeit. In der Zeit baut sich natürlich deren Schild wieder auf. Okay. Wir gehen mal auf mehr Waffenpower. So. Eigentlich hätte ich was treffen müssen. Okay. Laut Crosshair müsste ich dich doch treffen. Komm schon. Ich glaube, jetzt ist er außer Reichweite. Ja, und die sind so verdammt viel schneller als ich.
Okay. Und der fliegt mir jetzt auch wieder davon. Ah, das ist doch... Das ist doch... Schon den ersten werde ich doch wohl dann mal endlich kaputt kriegen. Na komm schon, kühl dich ab. Komm schon. Näher ran, näher ran, näher ran. Also ich werde doch den ersten wenigstens erwischen. Target destroyed. Yes! Okay. Okay. Der hat schon Schäden. Oh je, oh je, oh je. Nein. Clear the area. I will deal with him. So, wo bist du? Und da bist du. Da bist du. So. Na komm. Ja. Nicht abschütteln. Yes. Uiuiuiui. Okay. Und wir gehen wieder auf Waffengruppe 2. Ah, gleich ist mein Boost vorbei. Ah, ich treffe noch nicht. Du entkommst mir nicht. Was? Absorbiert? Weapons overheat. Wieso absorbiert? Okay. So, komm schon, noch ein bisschen ranboosten. So. Shield recharging. Okay, wieso absorbiert der? Okay,
und da ist dann mein Boost auch vorbei. Shield recharging. Nirak sent word. Ray was ready and we were meeting on the escape route of Russian system. Okay. Aber ich habe doch den Auftrag noch gar nicht erfüllt. Weapons overheat. Aber ich habe doch den Auftrag noch gar nicht erfüllt. Alter, wie schnell ist der denn? Okay, kein einziger Treffer. Wir gehen mal ganz kurz hier hin. Gehen wir hier kurz rein. Nee, tatsächlich noch nicht. Okay. Shield recharging. Die ganze Zeit Täuschkörper rausgehauen hat. Nee. Der absorbiert einfach. Okay, okay, okay. Jetzt treffe ich ihn einfach wieder nicht mehr. Ach, eine Krux. Eine Krux. Komm schon. Kannst auch Schilde und Waffen mit. Ja, habe ich ja gemacht. Also ich bin gerade auf Geschwindigkeit und auf Waffen. So, dann machen wir es so. Shield recharging. Aber wieso absorbiert der so viel? Ja, da habe ich gerade einen. Eine Rakete abgekriegt. Also entweder bin ich einfach richtig schlecht oder durch dieses Absorbiert ist der halt einfach ein bisschen ist der ein bisschen overpowered. Weapons overheat.
wüsste wirklich gerne, wieso der absorbiert. Also das ist schon schon ziemlich krass, dass der gefühlt die Hälfte aller Schüsse Minimum absorbiert. Weapons overheat. Na komm schon, wo ist er? Ich hoffe, euch wird nicht schlecht beim Zugucken. Okay, okay, okay. Okay, so langsam komme ich ihm bei. Okay, okay. Okay, das war nochmal Treffer. Komm schon. Komm, es ist nicht mehr viel. Komm schon. Wir machen immerhin ein bisschen Schaden. Komm schon. Nicht wieder verlieren. Target destroyed. Leute, eine eklatante Überlänge in der Folge. Es war mir ein Fest. Die Schlacht jetzt war sehr, sehr nervenaufreibend. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal im Nerdzeitalter. Ciao, ciao.